Schönen guten Tag, ich würde das gerne mal bestellen. Und zwar zweimal Hotdogs und einmal Cordbular, bitte. Es tut mir leid, wir bieten leider keinen Lieferservice an. Doch, das tun Sie. Und ich hätte gerne die Sachen bestellt. Sie können gerne in eine IKEA-Filiale kommen und hier Ihr Essen kaufen. Aber bestellen ist nicht möglich. Okay. Dann hätte ich gerne eine Pizza Salat und eine Tonne. Wir haben keine Pizza. Und Sie können immer noch nichts bestellen. Doch, kann ich. Was mache ich denn hier gerade? Okay, aber es geht nicht. Sie können nicht bei IKEA Essen bestellen. Guten Tag. Okay, wenn Sie das so sehen, dann sehe ich mich gezwungen. Scheiße, hat aufgelegt. Das werden wir noch bereuen. If you like Pina Colada. Ich komme vom Wildnistraining. 2 Stunden auf dem Laufband waren echt gut. Nur das ständige Piepen und die Kassiererin haben ein bisschen genervt. Hammer. Hier, danke. Bitte. Du wirst nicht glauben, was mir da passiert ist. Jack Becker vorbei hat dir erzählt, dass PewDiePie 100 Millionen Abonnenten erreicht hat. Dann kam ein Raumschiff geflogen, dann kam eben so das Fenster, wollten dich töten, haben aber PewDiePie rausgelassen und der hat jetzt, lebt jetzt hier? Nee, aber fast. Was wollen wir fassen? Nee, das mache ich nicht, aber du hattest fast recht. Ich wollte bei IKEA Essen bestellen, aber ich konnte nicht. Alter! Ja! Oh mein Gott! Ja! Was machen wir jetzt? Aggressiv. Und tief auch. Das reimt sich nämlich. Okay, nice. Ich auch. Wie ein Bauch. Was? Das reimt sich auch. Das macht aber keinen Sinn. Okay, tut mir leid. Gut. Sollte es auch. Also, wie können wir jetzt Essen bestellen? Ich würde sagen, wir gehen mal zu IKEA und beschweren uns da. Okay, gute Idee. Wo ist denn die nächste Filiale? Ich glaube da. Okay, lass uns losgehen. Schönen guten Tag. Ich würde mich gerne mal ganz kurz hier beschweren. Okay, was gibt's denn? Ich wollte das essen. Okay. Aber ich durfte nicht. Was haben die denn gemacht? Nichts. Ah ja. Ich wollte 2x Hotdogs und 1x Cordbular bestellen. Essen bestellen? Ich glaube, da sind Sie ja falsch. Wir sind ein Möbelhaus. Ja, ich weiß. Ja, ich bin auch weiß. Aber kauf mir lieber eine Tüte Deutsch. Nein, das meine ich nicht. Ich weiß, dass hier ein Möbelladen ist. Aber man kann hier auch Essen bestellen. Sie können hier essen in unserem Restaurant. Aber bestellen geht nicht. So, es geht nicht. Geht nicht. So. Was hast du dazu? Moment, wo bist du? Wenn Sie möchten, kann ich Ihnen helfen, das Restaurant zu finden. Oder einen Psychologen. Nee, danke. Brauche ich beides nicht. Alles klar, schönen Tag noch. Komm ran, wir holen was. Ich habe gestern eine Pizza mit dem Bus genommen. Der Busfahrer meinte, dass der Bus kein Restaurant sei. Da habe ich ihm gesagt, das ist genau der Grund, warum ich mein eigenes Essen mitnehme. Dreckstepp. Wir können dieses Verhalten nicht ungestraft lassen. Nehmen wir uns die Waffen und rächen uns für das, was Sie getan haben. Ja. Guck mal, da ist ein Bagger. Brauchst du einen Bagger? Ja, habe ich bestellt. Vorgestern, für heute. Wie viel? Nur ein. Nein, wie viel hat er gekostet? Nicht so viel. Rabatt? Nur 120 Euro pro Tag. 29 Euro pro Tag? Nein, 120. Ach so, aber das kannst du doch gar nicht leisten. Doch, wo brauchst du den denn? Lochgraben. Wo? Dach. Mein Zimmer. Da möchte ich ein Klo haben. Du möchtest ein Klo haben? Ja, neben der Tür. Da fahre ich mit dem Bagger die Treppe hoch und grab da ein Loch. Und dann fahre ich wieder runter. Aha. Passt der Bagger denn durch die Treppe? Ja. Hält die den raus? Ja, ist ja selbst gebaut. Nicht so ein Billigzeug. Mhm. Ist das jetzt komisch, dass ich sein Alter nicht kenne? Bin ich mir nicht sicher. Müsst ihr erstmal googeln. Das musst du erstmal googeln. Wie ist denn dein Alter? Alter, was ist das denn? Das ist die Zeit, die du schon lebst. Alter, krass. Ja, das Alter ist schon ziemlich krass. So ist das immer. Ich wurde gestern auf der Autobahn geblitzt. Ich hatte zuerst keine Idee. Hey Leute, wir haben Hunger. Bis bei ihr Rechte. So, jetzt haben wir uns gerecht, aber ich habe immer noch Hunger. Vielleicht hätten wir einfach da im Restaurant essen gehen sollen. Nee. Ich fand die Idee gut. Ah, okay. Hörst du das? Kommt jetzt die Polizei wegen uns? Nee, glaube ich nicht. Wie soll die wegen uns kommen? Ja, du hast recht. Okay. Story geht in den Vlog weiter. Hier für die Playlist klicken. Oder mehr Comedy ist das hier. Hat runter.